Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Game Dev Tycoon hier bei Haubi Games inmitten der Spieleentwicklung. Ja, wir wollten ja ein neues Spiel starten, Airline Tycoon, eine Simulation mit unserer neuen Haubi 7 Engine. Lasst uns anfangen, nicht groß rumschnacken, alle Booster sind soweit geladen, das sehen wir natürlich sehr gerne so. Bei Simulation wissen wir natürlich schon relativ viel, Gameplay ist sehr wichtig bei Simulation, Sound eher weniger. So. Story Quest, ja, mei. Das können wir uns eigentlich, ne? Ist eigentlich gerade wurscht, was wir da machen, oder? Dann machen wir blöde Erzählung. Ne, machen wir fortgeschrittene Zwischensequenzen. So, Engine. Flugzeugsimulation, hätte ich mal gesagt, da ist Physik schon wichtig. Boah, packen wir nicht, ist viel zu wenig. Okay, irgendwas stimmt nicht. Mehrspielermodus fliegt raus. Videowiedergabe fliegt raus. Reicht immer noch nicht. Sabalot. Aber jetzt. Jetzt reicht's. So. Ah, Gameplay. Tutorials, Erfolge, Charakterentwicklung. Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ja, wobei, man kann ja vielleicht bessere Muster danach fliegen, ne? Jo, ich denke, das machen wir so. Okay. Dann Loretta Gonzales. Nein, wer ist unser Technikus? Hunter Romero. Ne, wir machen Loretta. Die kann dann ihren Booster hier verballern. Genau. Haubi hat keinen Booster. Wen nehmen wir da? Wen nehmen wir da? Dann machen wir Meister Gussman. Und Story Quest macht Jane Lean. Genau, machen wir ein bisschen ausgeglichene. Dann sind wir auch relativ ausgeglichen. Okay, läuft. Oh, 15,5 Millionen Umsatz haben wir kassiert. Mit Grand Ages 1. So, halt, ich muss den Booster schnell zünden von Loretta. Fällt mir gerade ein. Fast schon gepennt. Fast zu langsam gewesen, Mensch. Ach Gott, die nächste Presseanfrage von Jörg Longer von Game Nova. Neues Spielchen, ja klar, machen ein blödes Interview, was soll's, ne? Glauben Sie, dass das Spiel gut wird? Ja. Wenn das kein Fehler war. Egal. Marketing. So, Zeitschriften, Demos, raus damit. Raus damit, aber echt. Drossman, Romero und Reed haben noch Booster. Okay. Romero, Reed und Drossman. Romero, Reed und Drossman. Okay. Synchronsprecher brauchen wir nicht. Blödsinn, oder? Ach komm, wir probieren's. Wir probieren's. Den ganzen anderen Rest lassen wir alles drin. Ist hier irgendjemand überfordert? Sieht nicht so aus. KI, unser Technikus. Okay, Level Design. Paul Reed. Okay. Also, Drossman, Reed und Romero. Drossman. Romero. Und Reed, ab geht's. Gebt mir Punkte, Freunde. Ah, Technik kommt ein bisschen hinterher, gell? Die Technik hinkt nach, das merkt man deutlich. So, da ist Grafik wichtig, Spielweltdesign eher weniger. Na schön. Spielweltdesign eher weniger. Hintergrundgeschichte kann ich mir sparen. So. Tag-Nacht-Zyklus können wir aussparen. Open World, Flugzeugsimulation. Ja, mal warum nicht, gell? Lassen wir so. Okay, wer tut was? Grafik, Design. Paul Reed ist wahrscheinlich völlig überfordert damit. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Meister Drossman ist auch überfordert. Klasse, zum Glück haben wir unseren Haubi noch, der bisher nichts gemacht hat. Immerhin. So, Loretta, schaffst du das oder? Na, bist du auch wieder am Ende, gell? Dann machst du Jane Lean, so ganz einfach. Und Drossman macht Spielwelt, jawohl. Also, uns ist keiner überfordert. Und ich denke, wir sind da relativ gut aufgestellt. Läuft, auf geht's. Sehr unglücklich, gell, ne? Dass das mit der G3 nicht funktioniert. Oh, weitere Branchen-News. Wir erwarten die nächsten Konsolengenerationen im nächsten Jahr. Die Fortschritte in der Hardwareentwicklung in der PC-Branche sind noch nicht am Konsolenmarkt angekommen. Was? Okay. Konsolen werden der Renner.
Gerüchten zufolge liefern sich Mirkonoft und Wony ein Wettrennen um die Konsolen der nächsten Generation auf KVNF auf den Markt zu bringen. Mirkonoft arbeitet demnach scheinbar schon mit Entwicklungspartnern zusammen, um Titel für die neue Xbox 360 vorzubereiten. Ja, und dann begann der Wahnsinn mit Exklusivität hier, Exklusivität da. Das habe ich ja sowieso dick, wenn irgendwelche Titel immer ein Jahr vorher exklusiv für Konsole XY rauskommen. Da könnte ich jedes Mal kotzen. Naja. Ja, meine Freunde. Jetzt ist es zu spät. Jetzt brauche ich den Scheiß nimmer. Jetzt ist schon vorbei, ne? Ja, wobei, den hätte ich jetzt vor allem noch mitnehmen können. Okay, das war dumm. Den hätte ich noch mitnehmen können. Das hätte ich jetzt noch aussetzen können. Jetzt wäre nämlich dann die G3 gewesen. Ja, war dumm. Naja, was soll's. Karten wir nicht nach. Neue Rekorde auf jeden Fall. Neues Thema, neue Combo, gutes Management. 1,8 Multiplikator, sehr schön. Und weitere Level-Ups und vermutlich auch weitere Gehaltserhöhungen. Treibt mir doch die Tränen in die Augen. Mensch, Haubi-Upgrade. Bringt bloß nichts, wenn er kein Geld verdient, der Arme. Der ist ja der Ärmste überhaupt, ne? Der wird als Einziger hier nicht bezahlt. Ja klar, logisch. Oh, Leute. Ja, langt nur hin, genau. Danke. Spezialtraining für Meister Gussman. Neue Forschung, Fähigkeitsbäume. Fortschrittliches stereoskopisches 3D. Mhm. Na dann. Schmarrn, Alter. Du sollst hier trainieren, verstehst? Booster, so. Du machst wieder einen komischen Spielbericht. Bäm. Was ist denn jetzt los? Umweltschutzbehörde. Ach Gott, die habe ich ja eh gern. Ich bin Mitarbeiter der Umweltschutzbehörde und habe ein Angebot für Sie. Der Energieverbrauch Ihres Unternehmens ist momentan hoch. Wenn Sie Solarkollektoren einsetzen würden, können Sie langfristig einiges an Energie und Geld einsparen. Sie würden einen 50%igen Kostenzuschuss von uns erhalten. Damit beträgt Ihre Investition nur noch 200.000. Ja, okay. Kluge Entscheidung. Na dann. Wenn du meinst. So, Spielbewertung. Wir sind gespannt. Airline Tycoon. Eine 9, also. Money. Wir riechen Geld. Jawohl, eine 10. Oh. Ach, sehr schön. Wirklich großartig. Nicht nur großartig, sondern wirklich großartig. Mehr bitte. Ja, das kenne ich irgendwoher. Mehr. Wofür sind die Dinger hier? Wofür ist der Platz da an der Seite? Ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß es immer noch nicht. So. Forschen. Was forschen wir? Da können wir nichts forschen. Ich habe viel zu wenig Punkte, echt. Multiplattform, das klingt spannend. Schau mal, was uns das bringt. So, ja, Gold haben wir schon. 500.000. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Begeisterung nimmt kein Ende, genau. So, jetzt könnte ich wieder eine Auftragsarbeit machen in der Zeit, wo die beschäftigt sind. Weißt du was, das machen wir auch. Na, weil wir haben ja eh nichts zu tun in der Zwischenzeit. Ja, das ist ein Witz, gell? 236.000, 7 Wochen. Ja, man nimmt halt ein bisschen was mit. Es ist nicht viel, aber man nimmt einfach ein bisschen Geld mit. Besser, als wenn sie sinnlos rumsitzen. Die Begeisterung scheint kein Ende zu nehmen. Jawohl! Solarkollektoren haben wir installiert. Ja, die Branche verbraucht sehr viel Strom, genau. Und was hat uns das jetzt gebracht? Sind jetzt unsere monatlichen Kosten runter oder was? Ich hoffe mal schon. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einmal Training und zwar Forschung. Ne? Dass wir vielleicht mehr Forschungspunkte kriegen. Das wäre so eine Überlegung. Was ist jetzt wieder los? Game Nova in einem exklusiven Telefon. Nochmal. Ganz langsam, Hobby. Luft holen. Ganz langsam. Nochmal. Game Nova. In einem exklusiven Interview vor einiger Zeit hat Haubi von Haubi Games die sehr mutige Bemerkung gemacht, dass sein Spiel Airline Tycoon, welches zu diesem Zeitpunkt noch in der Entwicklung war, extrem erfolgreich sein wird. Ich glaube, mit 9,5 können wir das untermauern. Jetzt, wo das Spiel auf dem Markt ist, ist es die allgemeine Meinung, dass Haubi war sofort zur Stelle. Okay, das ist jetzt wieder eine interessante Übersetzung. An das Spiel sehr gute Kritiken erhielt. Alles in allem hatte das einen positiven Einfluss auf die Verkäufe. So muss es sein. Bing. Dankeschön.
So, trainieren. Auch du machst hier mal... Na, Forschung, Forschung, Forschung. Lass mich nachdenken. Du machst auch Forschung. Ach, ist das schön. Lass mich nachdenken. So, und Loretta Contale macht ja auch Forschung. Nein, nicht forschen, trainieren. Mein Gott, wie komme ich auf Forschen? Ich bin schon so blöd. Ich bringe schon Forschen und Trainieren auseinander. Wir trainieren Forschung. So ist es. So, Flugzeugsimulation, großartig, Dialoge überhaupt nicht wichtig, das haben wir uns schon gedacht. Außer der Pilot führt Selbstgespräche. Oder quasselt die ganze Zeit mit dem Co-Pilot, man weiß es nicht. Sollte er aber nicht machen. So, Forschung. Was machst du? Feuern. Nö, schlechte Idee. Ein weiteres unvergessliches Spiel von Haube Games wurde gerade veröffentlicht. Die computergesteuerten Einheiten in diesem Spiel sind so unglaublich überzeugend, dass ich mich gelegentlich dabei erwischt habe, wie ich mit ihnen rede. Okay, es gibt offenbar noch andere, die Selbstgespräche führen. Airline Tycoon verdient wirklich eine Top-Platzierung in den Charts. Platz 1, yeah! Von Game Informant. Nice. Ist okay. Trainieren. Forschung. Let me think. Klick. Sehr schön, sehr schön. Ach, wunderbar. Das verkauft sich immer noch. Oh, oh, unser Geld. Schau doch mal hier. Ich bin schwer begeistert. Und der braucht schon wieder Urlaub. Ich, von dir, was ihr Urlaub habt im Jahr, das geht gar nicht. So viel Urlaub hätte ich auch mal gern. Arbeitet hier eigentlich überhaupt noch jemand was in dem Laden? Nö, da hat ja jeder mal Urlaub da. Komm, schleich dich. Wir könnten mal einen Nachfolger machen, ne? Mal wieder, haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. So, ne, Fortsetzung, genau. Und zwar... Wir könnten versuchen mal Grand Ages 1 mal eine Fortsetzung zu machen und das Ganze besser zu machen. 7,25, komm, das probieren wir. Dann machen wir Grand Ages 2 draus. Grand Ages 2. Groß alle. Mittelalter Strategiesimulation. Gut. Ah, jetzt haben wir hier Multiplattform. Schau an. Also, PC. Die Play System haben wir ja sowieso. Und haben wir noch irgendwo eine Lizenz eigentlich? Nee, haben wir nicht mehr, gell? Das ist ja doof. Die M-Box. Dann würde ich ja Mikronoft unterstützen. Hihi. Ja, ja, komm, was soll's. Wir probieren es einfach mal. Ja, ja. Mikronoft, so, mit der Haube 7. Och doch, mein Gott. Allein das Ding kostet schon 4,1 Millionen. Wollt ihr mich ruinieren? Ihr Bösen. Ach. Ich bringe mich echt nochmal an, ja, ins Grab mit ihren ganzen Ausgaben, die Kollegen hier. So, wir sind nur noch auf Rang 2. Ewig schade. Das haben wir, glaube ich, gar nicht schlecht gefahren, oder? Hm. Ah ja, stimmt, das wartet, das können wir nicht machen. Mehr Spieler, das können wir auch nicht machen, nö. Mein Gott, ist das alles teuer. Nochmal eine Million geht hier beim Tempel raus für den Scheiß. Alter Falter, da, echt. Ja, ich grübel gerade. Under Romero. Technik. Engine. Gameplay. Sind wir da? Ne, da brauche ich Designer. Da brauche ich doch einen Designer machen. Paul Reed. So. Und das kann Chain Lean machen, oder? Ja, das macht Chain Lean. So, also Romero und Reed sind am Start. Reed, Booster. Romero, Booster. Alle haben Booster, bis auf Chain... Na, ja, Chain Lean haben wir... Ne, Chain Lean hat keinen und Haubi hat keinen. Okay, gut zu wissen. 51 Millionen, Freunde. Möb. Okay. Das ist nicht schlecht. Und ich jammer immer noch rum, Geld, dass ich so wenig Geld habe, ja. Ich suche verzweifelt noch den Auszahlknopf. Wir haben noch nicht gefunden. Mikronoft, neue Konsole, die Xbox 360. Sieht ein bisschen aus wie die Wii, ne? Die Nintendo Wii. So. Niedriger Verkaufspreis. Ach, die wollen Marktanteile gewinnen. Schau an, ja, ja. Spiele auf der ganzen Welt sind aus dem Häuschen. Meine Herren. So, was wartet mal, bis unsere Spiele dafür kommen. Dann ist was los. Klar, ja, da kommen die ersten, die schon wieder in Urlaub gehen wollen. Ach, hör doch auf. Hier wird ja in den Urlaub gegangen, ihr Luschen.
Hier wird gearbeitet. So, Level Design, schwupp, ab nach oben, haben wir gelernt, ne? So, dann fahren wir das mal hier auf ein neutrales Level. Gut, Dialoge, ne, brauchen wir nicht. Synchronsprecher, ne, dann nehmen wir Dialogbaum. Das kostet viel zu viel, ich muss jetzt ein bisschen sparen. So. Level Design. Na, macht Paul Reed mit Sicherheit nicht, der ist eh schon wieder am Limit. Könnte David Drossman machen. Dialoge macht... Ne, Loretta Gonzalez macht hier. Oder ne, macht Hunter Romero. Das ist eine gute Idee. Der ist nämlich schon auf 99%. Genau. Hier müssen wir noch jemand anderen finden. Das macht Haubi, würde ich sagen. Oder? Ne, macht Jane Lean. Macht Jane Lean, genau. Dann haben wir Jane Lean, Drossman und Romero. Drossman, bam. Und Romero, da haben wir den Booster schon gezündet, gell? Stimmt. Okay, wir sollten mal ein bisschen Werbung machen. Sollen wir mal eine Marketingkampagne machen? 500.000? Boah, Geld. Das hat jetzt aber gar nicht so viel gebracht, fand ich. Also für eine 500.000 ist das echt wenig. Da hätte ich mehr erwartet, Freunde. Da hätte ich jetzt mehr erwartet, Jane Lino. Ja, jetzt schicke ich dich in Urlaub. Genau, während du hier arbeitest, schicke ich dich in Urlaub. Super Idee, Haubi. Klasse. Genau so machen wir es. So, Guzman und Gonzales haben noch vollen Booster. Guzman und Gonzales. Guzman und Gonzales. Dann sollten wir die natürlich reinsetzen, ne? So, Guzman macht Grafik. Gonzales macht Spielwelt Design. Nee, macht Sound. Und Haubi macht den Dreck hier. So, also, pass auf. Keiner überfordert. Guzman und Gonzales Booster zünden. So. Gonzales und Guzman, der braucht auch schon wieder Urlaub. Eieiei. Die sind jetzt absolut am Limit, die Kollegen. Die neue M-Box ist da. Hurra. So, pass auf, Jane Lean, du gehst jetzt in Urlaub, weil das kann man sich nicht mit anschauen. Das ist ja übel. Markt hat sich normalisiert. Keine Trends. Ich glaube, wir müssen nochmal eine Werbung machen. Wobei, ich habe schon eine 500.000 rausgepulvert. Egal, komm. Wir hauen nochmal eine raus. Es ist echt wenig, was das bringt. Das lohnt sich fast gar nicht, die 500.000. Ich glaube, da wäre mit 150.000... Ja, hätte ich dann nicht viel weniger gehabt. Kleiner Messestand. Oh, jetzt kommt die G3. Großer Messestand, Alter. 1,5... Ja, okay. Was soll's, jetzt haben wir so viel Geld kaputt gemacht. Jetzt ist eh schon egal. Jetzt ist eh schon egal. Aber voll wenig Forschungspunkte gibt's, gell? Das ist auffällig. Sehr wenig Forschungspunkte. So, pass auf. Urlaub, Meister. Du auch, Urlaub. Ganz dringend sogar. Die sind ja absolut am Limit, die Kollegen. Ui, das sieht mal flott aus. Jetzt haben wir es natürlich auch für mehrere Konsolen gemacht. Bin gespannt, wie sich das auswirkt. Aber mich irritiert echt, dass wir so wenig Forschungspunkte haben. 950.000. Sehr geil. Ja, kann man mit leben, oder? Man hat unseren Messestand zum Besten des Jahres gewählt. Jawohl. Bäm. Alte Spielengine. Eine kleine Anzahl von engagierten Fans hat gefragt, ob wir den Quellcode für die alte Spielengine Haube 1 rausgeben. Das kennen wir. Ja, komm, weg damit. Weg mit dem Scheiß. Braucht doch niemand die alte Haube 1. Achso, ich sollte vielleicht erst einmal hier... Ne? 10.000 Fans, ja, ja. Ich soll vielleicht erstmal das Spiel abschließen, ne? Das wäre eine gute Idee. Gebt mir Punkte. Eine 500.000 Fans haben wir, Freunde. Eine 500.000. Krass, oder? Was warst du? Du gehst auch in den Urlaub und du gehst auch in den Urlaub. So, aus die Maus. Keine neuen Rekorde, tja.
Ja, die waren auch ziemlich ausgebrannt dann, ne? Das hat man schon gemerkt. Die waren ziemlich ausgebrannt, die Jungs. Level up, immerhin. Jawohl, da haben wir uns das Gehalt noch gespart. Sehr schön, das freut mich jetzt persönlich. Ach, wunderbar. So, neue Forschung, Online-Spiel, dynamische Umgebung, orchestraler Soundtrack. Eieiei, das klingt sehr wichtig. So, dann müssen wir gleich ein neues Spiel machen, gell? Ich will eigentlich einen Spielbericht. Da, jetzt, Spielbericht. Ui, der PC sieht ein bisschen anders aus. Mittlerweile hat wohl auch ein Update spendiert bekommen. 9,2 Millionen. Alter, nicht euer Ernst, oder? 9,2 Millionen. Boah, das war der richtige. Ist da die Werbung mit eingerechnet eigentlich? Marketing und so. Keine Ahnung. 9,2 Millionen. Ja, Sackelzement. Ach du Scheiße, das wird ein Rollkrepierer. Oh Gott. Hilfe. Nein. Eieieiei. Ich mag es. Ja, ich auch. Du. Ich scheiße da echt. Könnte besser sein. Ach, eine 6. Oh, Freunde. Da haben wir ja sauber ins Klo gelangt. Das war nix. Oh nein. Oh, was ein Folgenabschluss. Wie böse. Wie böse. Eieieiei. 2,7 Milliarden Umsatz. Dann können wir die Kosten hoffentlich reinholen. Mittelmäßige Bewertung. Ja, schreib's mir unter die Nägel. Danke, Spiel. Menschenskinder. Sackelzement, du echt. M-Box. Ja, ja. Gamesphere wird vom Markt genommen. Ja, ist mir doch wurscht. Ach, schau an. Jetzt kommt die Nu von Nintendo, ne? Also die Wii in dem Fall. Einzigartige Spieleerfahrung. Ja, ich hatte auch mal die Wii, muss ich erzählen. Ja, so als Gimmick. Das habe ich mal ein Jahr gehabt, die Wii. Ja, war ganz nett, aber irgendwann ist er dann halt auch in der Ecke verstaubt. Ne? Das war die einzige Konsole, die ich gehabt habe. Die Wii. War lustig, aber ja, irgendwann, ne, ist sie wirklich nur verstaubt. Deswegen, ich möchte mal trotzdem sagen, auch wenn ich die Wii hatte und ja, sie mehr verstaubt ist, als dass ich sie genutzt habe. Ich meine, wenn man sie genutzt hat, war es ganz nett, aber es war eher, ja, eher selten und deswegen... Ja, Consoliero. Nee, nicht wirklich. Mit Bewegungssensor, ja. Mein Gott. Erste Testspieler mit breiten Grinsen. Es muss Spaß machen, ja. Mhm. Genau, es macht Spaß. Das macht auch Spaß, wenn ich das sehe. Platz 61. Mein Gott, was haben wir hier Geld verbrannt? Ach du Schande. Aber gut, Freunde. Ich würde sagen, mit diesem ja, Tiefschlag, mit diesem Rückschritt bei uns bei Haubi Games, machen wir für heute Schluss. Ich sage wie immer vielen Dank fürs dabei sein. Ja, und hoffe, ihr seid trotz des Tiefschlags beim nächsten Mal wieder mit am Start. Bis dahin, eine gute Zeit, macht es gut und Servus.